Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was wurde eigentlich aus? Erinnern Sie sich eigentlich noch an Power Girl, Candyman und Mr. Smiley? Jeder kannte sie. Doch wo sind sie jetzt? Bevor wir mit Ihnen eine Diskussion starten möchten, zeigen wir Ihnen noch einige Bilder, die wir nicht vorenthalten möchten. Dem Kampf der Superhelden vor 10 Jahren in Dr. Professor Lauchs Labor, wo man sie zum letzten Mal gesichtet hat. Zum letzten, finalen Kampf. Endlich! Nach so langer Arbeit habe ich es geschafft! Und so einfach war es eigentlich! Hey, jetzt erstmal feiern! Ihr Schurken! Haltet's den Maul, ihr mächtigen Superhelden! Nicht mit meinem Gehilfen! Jahrelang standen sie im Mittelpunkt, doch dann waren sie weg. Nach 10 Jahren haben wir den übelsten Bösewicht hier bei uns im Studio eingeladen. Meine Damen und Herren, Mr. Smiley! Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön. Wie geht es Ihnen?
Gut, ich habe jetzt einen Kreuzbandriss hinter mir und habe es ganz gut überstanden. Bisschen schmerzt manchmal noch, Aspirin. Mhm, ja. Schön. Wie beurteilen Sie Ihre Rolle in der Gesellschaft, als Sie noch ein super Bösewicht waren? Schlecht. Ich glaube, ich war nicht so der Held. Ich glaube, die Leute haben mir gedacht, wenn man eine Regierung hätte wählen können, ich wäre da, hätte eine, dann hätten die wahrscheinlich die andere gewählt, nicht mich. Mhm. Vermissen Sie denn Ihr Leben als Bösewicht? Ja, nein. Ja, nee. Ja, nee, nee, eigentlich nicht. Mhm. Ich finde es ganz gut, dass ich mich so integriert habe jetzt in die Welt und dann schwitzt die Polizei auch nicht so oft und so. Das ist dann schon ganz in Ordnung. Ja, schön. Mr. Smiley, Sie haben sich ja in verschiedenen Jobs versucht. Wir haben das mal dokumentiert. Them rich folk got their Hollywood, them poor folks got that battle for the oil. If I had to make a choice, I'd have to see what lied behind the other door. Sie hatten ja ein sehr wechselhaftes Arbeitsleben. Kamen Sie damit klar? Ja, früh aufstehen, was halt dazugehört. Mal da hinfahren, mal da, meistens Hamburg, mal Bremen. Stressig halt, wenn man jeden Monat rausgeschmissen wird aus irgendwelchen bescheuerten Gründen. Vielleicht ist es mal eine rote Maske, vielleicht irgendwas anderes. Ja. Was machen Sie jetzt eigentlich? Ich bin gerade Eisverkäufer. Ah, okay. Mr. Smiley, was macht eigentlich Ihr Liebesleben? Um es ehrlich zu sagen, ich wohne allein. Damit bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich habe einen Hund, der hält mich schon, wenn es ums Laufen geht, auf Trab. Ich bleib fit. Meine Katzen, die reißen bei mir alles runter, verkratzen den Fernseher oder machen irgendwas anderes, wie es halt so ist mit so Viechern. Nun kommen wir zu unserem nächsten Gast. Mr. Smiley und Sie waren jahrelange Erzfeinde, doch jetzt ist sie hier. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Power Girl! Hallo, Mr. Smiley. Hallo. Power Girl, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Schön. Vermissen Sie Ihr Leben als Superheldin? Nein, überhaupt nicht. Wie beurteilen Sie Ihre Rolle in der Gesellschaft, als Sie noch eine wahre Superheldin waren? Früher habe ich immer gedacht, dass die Gesellschaft mich unbedingt braucht. Aber jetzt sehe ich das anders. Da gibt es ja die Polizisten, die hätten das eigentlich alles übernehmen können. Mhm. Aber ich denke auch, dass man eben die alten Hobbys nicht so schnell ablegt. Und deshalb bin ich auch im Schützenverein, weil mir das Schießen eben doch sehr wichtig ist. Mhm. Und was machen Sie jetzt beruflich? Ich bin Bankkauffrau. Okay. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Ihrem Leben zufrieden sind? Natürlich, der Candyman ist gar nicht so böse, wie ich immer gedacht habe. Der ist total lieb. Er gibt den Kindern immer Süßigkeiten. Oh. Und ich muss ihn abhalten, sonst wäre ich ja schon viel zu dick. Oh. Ja, also vielen Dank, Power Girl. Wir waren auch mal bei ihr zu Hause und haben ein paar Impressionen gesammelt. Bitteschön. All the rising cost of human life's a tad bit more a price than I'd care to pay. When there ain't no place I gotta get that I can't get to by walking anyway. Passend zu unserem Thema wollen wir eine Umfrage starten. Sind Superhelden sinnlos? Mein Kollege Markus ist jetzt für uns unterwegs und befragt Passanten. Hallo Markus. Hallo Carmen, ich bin hier in der Innenstadt und werde jetzt ein paar Leute nach ihrer Meinung zu Superhelden fragen. Guten Tag. Ja, glauben Sie an Superhelden? An Superhelden? Nein, Superhelden ist doch gar nichts. Ja, ich glaube an die Bundeskanzlerin, das ist das, was wir brauchen heutzutage. Und was halten Sie von Superhelden? Ich halte gar nichts von Superhelden. Ich habe schon lange keine mehr gesehen, aber ich bin mir sicher, die gibt's noch. Ich weiß noch nicht, was sie jetzt machen. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Nein. 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 Warum nicht? Weil es sie nicht gibt. Ich habe noch nie einen gesehen. Nix, ne? Was laberst du, Superhelden? Ja, was ist los? Was? Glauben Sie an Superhelden? Fragen wir. Dann müssen Sie Superhelden? Einfach ja, genau. Müssen ja, schon. Wer ganz gescheit ist und was viele Kritze hat, gibt es. Ja, gibt es super. Wir sind klein. Nö. Nee. Glaubst du an Superhelden so? Nee, sagt auch nein. Ja, ganz simpel und einfach, weil alles, was im Moment passiert hier, ne, von Mediengeschichte hier, ne, ist alles ein bisschen zu übertrieben.
Hier, Batman habe ich gesehen im Kino, Superman kommt auch noch, Spider-Man, schon der zweite Teil, nee. Gut, Carmen, wie du siehst, glauben nicht mehr viele Leute an Superhelden. Und damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Markus. Erschreckendes Ergebnis. Viele glauben nicht mehr an Superhelden. Was sagen Sie dazu? Ja, das erschreckt mich eigentlich überhaupt nicht. Weil die denken eben ganz normal, also richtig. Denn für was haben wir denn sonst auch die Polizei, wie ich schon gesagt habe? Mhm. Die sorgen sich ja darum. Und ich finde, die denken real und träumen nicht herum und stellen sich Sachen vor, die es nicht wirklich. Und was meinen Sie dazu, Mr. Smiley? Mich wundert es jetzt ehrlich gesagt nicht sehr, weil die Superhelden haben sich immer sehr im Hintergrund aufgehalten und sich da ein bisschen zurückgezogen. Bisschen wie Batman in der Nacht. Und haben sich jetzt nicht so auf den Präsentierteller gelegt. Und vielleicht vermissen ein paar, die, wenn sie sich mal nicht so verstecken konnten, die Schlägereien, die sie dann mal so schlecht gefilmt im Fernsehen sehen konnten. Aber überraschend tut es mich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Okay. Vielen Dank. Und nun machen wir eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn es geht spannend weiter mit einer Überraschung, die Sie von den Socken hauen wird. Doch wie immer haben wir noch hier das Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es ein super Wochenende mit unseren Superhelden. Dazu müssen Sie nur diese Frage beantworten. Um was geht es heute bei mir in der Sendung? Um A, Superhelden oder doch um B, Bratwürste? Machen Sie mit! Der Gewinner wird am Ende der Sendung bekannt gegeben.